Hallo Römer, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Edna bricht aus. Bewertet die Folge und viel Spaß. Wer wird der nächste Papst? Ich sehe, worauf du hinaus willst. Und nein, du bist es nicht. Verdammt, ich hätte nicht so oft fluchen sollen. Werden Menschen auf dem Mars landen? Klares Nein. Was? Einfach nur Nein? Genau. Nein. Nein. Wo ist Walter? In einem Brunnen. Die Polizei wird seine Leiche in wenigen Tagen bergen. Oh nein, der Arme. Wann ist dieses Gespräch endlich beendet? Schon sehr bald. Den haben sie so leise gesprochen, ne? Man versteht kaum was, habe ich das Gefühl. Eine goldene Medaille? Echtes Gold? Aber sicher! Und nicht nur das! Wieso? Was denn noch? Ja. Naja, okay. Nur echtes Gold. Schon wieder, ich verstehe nichts. Aber was erwartest du eigentlich? Aus der Stadt. Ich bin bereit. So sei es. Der Wettstreit ist hiermit eröffnet. Nun dann. Es gibt kein Zurück mehr. Jetzt geht es um alles oder nichts. Erfolg oder Niederlage. Ruhm. Oder Schande. Köderfisch. Oder Wurm. Du machst es aber ganz schön spannend. Ich werde dir jetzt eine Frage stellen. Und du musst mir die Lösung sagen. Oder zugrunde gehen. Schon gut, schon gut. Stell die Frage. Gut. Die Frage. Kopf oder Zahl? Oh. Das ist alles? Kopf oder Zahl? Echt jetzt? Das ist der Wettstreit um den königlichen Thron? Kopf oder Zahl? Zahl. Kopf. Ja. Ich will es. So. Kopf. Zahl. Tierarzt. Okay. Warum verliere ich eigentlich ständig? Mach dir keine Vorwürfe. Mir ging es einst genau wie dir. Ja, ehrlich. Ich war ein regelrechter Pechvogel. Dann allerdings, ich ging eines Abends spazieren auf dem Dach unseres Hochhauses. Es gewitterte. Ich hatte vorsorglich meinen Regenschirm aufgespannt und meine Füße steckten in Wassereimern. Als mir dieser Blitzableiter auffiel, der schief montiert war. Ich machte mich sofort daran, ihn zu richten. Dann erinnere ich mich nur noch an einen grellen Lichtblitz. Was genau es war, kann ich nicht sagen. Aber seitdem habe ich nie irgendwo daneben gelegen. Ich ziehe dann mal... Oh, ich will da eigentlich nie wieder rein. Das ist ja so anstrengend, da mit dem zu reden, Alter. Ey, noch langsamer hätten die das nicht machen können, ne? Und leiser vor allem so. Es fehlen alle Kissen und Bezüge. Aber wie kommt das nur? Zu spät. Jemand hat bereits alle Polster entwendet. Schlaf, Edna, schlaf. Ich werde mit einem Mal so müde. Ich kann später noch ausruhen. Nein. Das kannst du nicht. Guck mal, Harvey. Ein Sofa. Wie traurig. Du musst mir eins versprechen, Edna. Ja?
Schick mich bitte nicht zum Polsterer, wenn mir mal das TFHSE ausgeht. Dir wird das TFHSE niemals ausgehen, kleiner Kumpel. Niemals! Mal gucken, ob ich hier einen Schalldämpfer für meine Primärwaffe finde. Moment mal, wo sind denn die ganzen Kissen hin? Weg. Okay, das ist nice. In diesem Bild muss Nützlich Boy wieder auf dem Sofa schlafen. Was hat er jetzt schon wieder angestellt? Das sitzt bereits lebenslänglich. Ja, die Ritzen sind ein guter Aufbewahrungsort. Ich komme später zurück und hol dich ab, kleiner Freund. Oder wir machen aus unseren 5000 Füßen einfach neun. Hallo, Vermittlung? Ja, bitte? Mein Sofa hat keine Polster. Verstehe. Sie haben versehentlich den Geheimcode der Regierung erraten. Ich verbinde Sie jetzt gegen Ihren Willen mit der Behörde für innere Sicherheit. Aber... Behörde für innere Sicherheit? Hallo? Mein Sofa hat keine Polster. Meins auch nicht. Aber hören Sie mich meckern? Seltsam. Aufgelegt. Alles klar. Da steht ein alter Mann mit Aluminiumumhang am Fenster. Oh, es tut mir so leid, dass ich so viel husten muss, Leute. Na, der sieht ganz schön schwer aus. Nee, federleicht. Hallo. Hallo, junges Fräulein. Warte, bleib da stehen. Kein Zweifel, du bist anders als die anderen. Deine Aura ist hochenergetisch. Wer bist du? Wo kommst du her? Howdy, ich bin deine Cousine Betty. Ich komme aus Australien. Ich habe keine Cousine Betty in Australien. Ich habe nur eine Cousine Rugnelda in Vladwakistan. Aber wenn die mich besuchen käme, dann wüsste ich das längst. Weil du durch ein kosmisches Band mit ihr verbunden bist. Ja. Erstens das. Und zweitens hört man die Tauben zu Boden plumpsen, bevor sie kommen. Oh. In Vladwakistan legt man nicht so viel Wert auf Hygiene, weißt du. Also, warum lügst du mich an? Wer bist du wirklich? Ich bin ein freier Geist. Ich komme aus dem kosmischen Fluss. Kommen wir das nicht alle? Ja, aber nicht alle benutzen einen Poloschläger, um sich frei zu paddeln. Du bist schon ein ulkiger Vogel. Also nochmal. Ich bin Dr. Marcel. Ich komme aus meinem Büro. Mach dich nicht lächerlich. Deine Aura ist grün und saftig, wie die Auenland-Sequenz in Herr der Ringe. Dr. Marcells Aura hingegen ist mehr wie einer dieser vertrockneten Büsche, wie sie im Western durchs Bild geweht werden, wenn gezeigt werden soll, dass die Stadt verlassen ist. Hohoho. Der Vergleich ist gut. Ich bin Brachna. Ich komme aus dem dritten Zinnober der Ugul. Zufällig weiß ich, dass Brachna mit Fieber im Bett liegt. Warum lügst du mir? Ich bin Edna. Ich komme aus einem Turmverlies. Du warst lange Zeit eingesperrt, fürwahr. Dein Kismet ist wie ein durstiger Schwamm, der sich nun mit Freiheit vollsaugen will. Aber du bist noch nicht am Ziel. Halte durch, Edna! Die Tage deiner Frohen sind gezählt. Wow. Beeindruckende Rede, Alter. Was führt dich zu mir, Kind? Wer bist du? Mein Name spielt schon lange keine Rolle mehr. In dem Augenblick, da mir kosmische Weisheit zuteil wurde, entschied ich, alle Banden zu meiner alten Existenz zu kappen. Ich bin jetzt der Alumann. Ihr Irren redet euch gerne nur mit eurer Funktion an, stimmt's? Das ist einfacher zu merken. Was genau machst du da? Ich kontrolliere den Skifluss auf Löcher. Warum tust du das? Irgendwer muss es doch tun. Man kann ja nicht einfach mit löchrigen Skifluss herumlaufen.
Am Ende steht noch das ganze Ying und der Yang und dann haben wir das Feng Shui. Warum bist du so angezogen? Das Aluminium erhöht meine astrale Leitfähigkeit. So bin ich ständig mit dem Äther verbunden. Und das A auf der Brust? Das ist kein A. Das ist eine Erdrune. Die verbindet mich mit Gaia, der Mutter Erde. Und die Taucherbrille? Die schützt vor Chlor. Was denn sonst? Alles klar. Wer wohnt in der Kissenburg? Du meinst König Adrian. Ein interessanter Fall. Er wurde vom Blitz getroffen und hat seither einige Fähigkeiten entwickelt. Tatsächlich unterstützt dieser Vorfall einige meiner Theorien. Was sind das für Theorien? Ich habe einige Theorien zu König Adrians Fall aufgestellt. Der Blitz traf ihn und plötzlich hatte er hellseherische Fähigkeiten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich meine Theorien nennen soll. Zur Auswahl stehen psychokinetische Leitfähigkeit durch Stromeinwirkung, elektrostatische Psi-Erweiterung. Das klingt cool. Stark stromgenerierte Präkognition. Oder ja, das Glück ist nicht immer mit den Dummen. Was sind das für Fähigkeiten? Er sieht Dinge, bevor sie geschehen. Wow. Kein Wunder, dass er euer König ist. Das muss ihm unendliche Macht verleihen. Und ob. Auf diese Weise gewinnt er jedes Mal beim Halma. Ja. Aber darüber hinaus. Auch beim Scrabble. Alter. Aber die Möglichkeiten. Du sagst es. Das ganze Regal ist voll mit Gesellschaftsspielen. Und Adrian gewinnt sie alle. Er hat sogar den Puzzle-Wettbewerb gewonnen. Der Gewinn war eine Medaille aus echtem Gold. Warum nennt ihr ihn König? Nun, das war der Einsatz bei einer Partie Fang den Hut. Wir waren so naiv, dass wir dachten, wir könnten ihn schlagen. Der Bienenmann hatte eine Strategie entwickelt, der Kontrolleur ein unfehlbares System ausgearbeitet. Professor Nock hatte uns mit aufputschenden Psychopharmaka versorgt. Ein Jahr hatte er sich die Tabletten vom Mund abgespart. Petra hatte sogar eine Choreografie geschrieben, aber es war alles umsonst. Naja, es hätte uns schlimmer treffen können. Man denke nur, Petra hätte gewonnen. Jeden Morgen Sit-Ups und Liegestütze. Oh nein. Hey, gut, dass sie nicht gewonnen hat. Ihn zu schlagen? Für wen hältst du mich? Für so eine Art Mr. Miyagi? Ach, bitte. Na gut. Ich hätte eine Idee, wie du zumindest mit ihm gleichziehen kannst. Aber sie wird dir nicht gefallen. Sag schon. Elektroschocktherapie. Was? Wir geben dir Elektroschocks, damit du auch Dinge vorhersehen kannst. Ich weiß nicht so recht. Wir würden uns am Schocktherapiestuhl treffen und los geht's. Nur bräuchte ich dafür einen besseren Kleiderbügel. Mit dem hier lässt mich der Kontrolleur nicht mehr in den Wäschelift. Was meinst du? Ich weiß wirklich nicht, ob ich das will. Doch. Überleg es dir einfach. Wenn du bereit bist, bringst du mir den besseren Kleiderbügel. Ich habe mich entschieden. Ich will die Schocktherapie. Sehr tapfer, Kind. Dann bring mir jetzt den besseren Kleiderbügel und es kann losgehen. Sprechen wir über was anderes. Kennst du einen Weg hier raus? Draußen und drinnen sind nur zwei Aspekte desselben Sachverhaltes, wie die beiden Seiten einer Münze. Sei weder drinnen noch draußen, Edna. Sei einfach. Und das sagt dir alles dein Kleiderbügel? Aber nicht doch. Er dient mir nur als Antenne für die kosmischen Schwingungen. Außerdem habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Ja, stimmt. Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes. Den Kleiderbügel brauche ich aber leider dringend.
Zum einen, weil er meine Antenne in den Äther ist. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. Was hältst du von dem Typen, Harvey? Warum haben wir nicht so ein cooles Outfit? Echt? Ich weiß nicht. Vielleicht hat es was mit Würde zu tun. Verstehe. Würde er uns verraten, woher er das ganze Aluminium hat, dann würden wir auch so rumlaufen, richtig? Konjunktivus fatale. Ich schlage keine alten Männer. Es sei denn, sie kommen mir dumm. Es sei denn, sie kommen mir dumm. Möchtest du meinen Stift haben? Worte sind wie Erbsen und Möhrchen. Sobald sie auf dem Teller sind, werden sie kalt. Ui, Dieb. Eine gewisse Ähnlichkeit zwischen ihm und Captain Unbrauchbar besteht durchaus. Es gibt nicht viele Superhelden mit Bauch und Schnurrbart. Mit Bauch und Schnurrbart. Hände hoch! Polizei! Mich kannst du mit deiner weltlichen Autorität nicht beeindrucken. Versuch es doch mal bei Droggelbecher. Droggelbecher? Wenn du einen direkteren Draht zum Äther haben willst, dann brauchst du dieses Telefon. Ich glaube nicht. Noch direkter könnte mein Draht kaum sein. Ich habe quasi eine DSL-Standleitung. Ui. Hey. Gut, gehen wir mal hier hin zum Telefon. Ich habe gerade, glaube ich, übersteuert. Der abgerissene Telefonhörer, mit dem Jupp Jupsen zu telefonieren pflegt, ist ja eines Lieblings-Items, die man mit sich rumsteppen kann. Ich finde es ganz interessant, wie selbstverständlich halt irgendwie diese Edna halt erstmal Juppis Telefonat halt nimmt, obwohl sie ja eigentlich eins und eins zusammenzählen kann und halt eigentlich weiß, dass das so nicht ganz funktionieren kann. Und dann halt dieses Spiel halt ganz natürlich mit sich weiter rumträgt. Und deswegen finde ich es auch schon fast ein bisschen schade, dass man den Telefonhörer hier an dieser Stelle tatsächlich physisch richtig benutzen muss, um aufzulegen, um halt an eine Münze zu kommen. Ja, das ist fast ein bisschen schade, dass man das Rätsel nicht weiter auf der Ebene lösen muss, sondern halt hier irgendwie in die Realität zurückkehren muss. Ganz wichtig fand ich übrigens, um Ednas Charakter noch ein bisschen Tiefe zu geben, dass sie hier tatsächlich in diesem Screen das erste Mal für irgendetwas auch ein bisschen Respekt zeigt. Sonst ist ja eher von kompletter Respektlosigkeit geprägt. Also im Gespräch mit Harvey streiten sich darüber, wie man Respekt überhaupt schreibt. Das ist die Kunst der Insassen. Das wird Edna plötzlich ganz unangemessen mitfühlend, wenn sie sich die Sachen anguckt. Und das sind tatsächlich zwei der wenigen Objekte im ersten Kapitel des Spiels, die man nicht beschmieren kann und nicht kaputt machen kann, weil sie wirklich das als wichtig erachtet, dass die ihre Mitinsassen sich auf diese Weise hier an der Pinnwand ausdrücken. Das Schild hätte ruhig ein wenig subtiler sein dürfen. Das Schild hätte ruhig... Okay, das ist beides das gleiche Schild. Nein, ich will nicht schuld sein, wenn niemand mehr zum Telefon findet. Ui, ja, ist auch schwer zu übersehen. Schwer zu sehen, was? Hallo Schild, hast du mir was zu sagen? Wende dich rechts, um zum Telefon zu gelangen. Danke, freundliches Schild. Ich benutze dieses Schild zur Orientierung. Sehr gut. Das Telefon ist rechts. What? Oh, jetzt habe ich aber übersteuert, es tut mir leid. Schau mal, Harvey, ein Schild. Ich führe nicht zum Schilde. Das weiß ich doch. Ich wollte dich nur auf dieses Schild aufmerksam machen. Mir gefällt dein verdächtiger Unterton nicht. Mann, Harvey, komm mal runter. Ich hab doch nur... Wenn ich planen würde, die Raumzeit zum Kollabieren zu bringen, wäre der Himmel dann nicht orange-rot? Was? Aber der Himmel ist heute orange-rot. Das kann viele Gründe haben. En garde! Gut, dass Sie diese Trainingsschilder hier aufgestellt haben. Ich muss mich später bei diesem Ritter vom weißen Wurm auf blauem Grund bedanken. Gut, Leute, das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!